Habideri, es ist mal wieder Freitag und somit wieder Zeit für den Vespa-Bäder. Wie man sieht, bin ich wieder bei mir im Wald. Ich habe mir jetzt schon mal einen groben Überblick verschafft und gemerkt, dass mir keiner die Arbeit abgenommen hat, also muss ich es selber machen. Mein Ziel für heute wird sein, das Zeug alles auszumasten und auf Längen zu schneiden, dann so viel wie möglich darunter zu rucken und einen Hänger voll Holz mit heimzunehmen. Damit das auch was wird heute, rede ich gar nicht mehr lang und fange gleich an. Ich bin jetzt soweit durch mit der ersten Runde ausasten und auf Längen schneiden. Da habe ich jetzt einmal den zerlegt. Das ist jetzt da vorne ein 6,50 Meter Länge, da mache ich Spannen draus. Das ist ein 5,10 Meter und ein 4,10 Meter Länge. Die habe ich beieinander lassen. Da mache ich Bräder und da konnte ich vielleicht sogar noch Latten rausschneiden. Muss ich mal schauen, wenn der erste Schwattling runden ist, wie viel Äste das drin sind. Das da hinten, das wird Brennholz. Der da hinten, das ist auch eine doppelte Länge, 5,10 Meter und 4,10 Meter oder 2,5 Zehner, ich weiß nicht genau. Das ist auch eine doppelte Länge. Da mache ich bloß da immer so einen kleinen Schnitt rein, damit ich später weiß, wo ich ihn durchschneiden muss. Den Gipfling da hinten, den habe ich noch nicht ausgehast. Da liegt noch ein 6,50 Meter. Da hinten war auch noch irgendwo. Da hinten, glaube ich, da liegt auch noch irgendwo was. Das habe ich auch noch ausgehast. Den großen da, der wo da quer liegt, den habe ich jetzt noch nicht zerlegt. Jetzt ziehe ich erst einmal die ganzen kleinen da raus. Den Gipfling weiß ich noch nicht, den lasse ich vielleicht noch liegen oder ich aste ihn da noch aus und ziehe ihn dann raus. Aber jetzt ziehe ich erst einmal die anderen Längen alle raus und dann mache ich mit dem großen da weiter. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der untragbarsten Arbeit im Wald, wenn man hängen hat, das Seil dann aufziehen. Oh, leck. Da kommst du davor wie so ein Berggeist. Aber hilft ja nichts. Irgendwie muss sie ja raus. Jetzt sind wir da rum. Und wieder noch. Und wieder nach.
Das Spiel, glaube ich, das mache ich heute noch ein paar Mal. Jetzt sehen wir mal an. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh ja. Ja, oder so. Ah, da ist ein Stock im Weg. Okay, der liegt ja echt blöd. Was machen wir da? Da liegt der andere auch noch drum. Dann schneiden wir erst einmal die Grausen. Also, Zeilwinden, der packt jetzt gerade nicht mehr. Da hinten habe ich einen angehängt und da vorne hängt einer. Und der spreizt jetzt, gehe da zwei Steck ein. Und der große liegt auch noch oben drum. Jetzt werde ich den großen doch vorher ablängen. Und dann schauen, ob der da vielleicht über den Stock drüber rutscht. Das mit meinem zugeschnitzten Stock da als Umlenkrollen, macht das bitte nicht nach, weil ich glaube, dass das nicht erlaubt ist. Es funktioniert zwar, ich habe da an der Seite so Kerben reingemacht, das Seil, das hat sich ja schon ganz schön in den Stock reingefressen, aber macht das bitte nicht nach, weil ich glaube, dass das saugefährlich ist. Ich halte da immer wegen Sicherheitsabstand und dann müsste es eigentlich funktionieren, aber wie gesagt, macht es nicht nach.
Ja, so geht's auch. Jetzt schauen wir mal, ob sie die jetzt rührt. Ja, lob dir. Ja, schon hier. Jetzt geht's. Und dir geht auch gleich oder? Passt da. Okay. Wie auf Zeiten geht er. Es liegt jetzt ein bisschen was da. Das sind die doppelten Längen da, 5,10 Meter und 4,10 Meter oder andersrum. Das ist ein 6,50 Meter, 6,50 Meter, das ist auch 6,50 Meter. Da liegt 3 Meter Brennholz, das ist von dem großen da. Da werde ich noch mal 1 Meter wegschneiden müssen. Es liegt da noch einiges oben. Da oben liegt noch eine Schiene liegen. Da vorne liegt noch ein kompletter Baum, den muss ich noch legen. Und da liegt noch ein bisschen 4 Meter und 5 Meter Zeug und da oben Brennholz. Aber jetzt werde ich das erst einmal hinunterfahren. Dann werde ich das zlegen und auf dem Hängen auftue. Dann schaue ich mal, wie viel das schon drum ist, weil ich glaube, dass das schon fast wieder langt. Und dann schaue ich mal, ob ich noch Lust habe, dass ich da in der Hängen nochmal umeinander krackelt oder ob es für heute langt. Aber jetzt fahre ich erstmal das runter und lade das auf und dann schauen wir weiter.
Mein Backel für heute habe ich beieinander. Ich habe jetzt drum 3 6,50 Meter Längen, 6 5 Meter Längen und 2 viermetrige. Da unten sind die viermetrigen drin. Das nächste Mal mache ich es wahrscheinlich so, dass ich schaue, dass ich die 5-metrigen unten reinbringe und die 4-metrigen dann oben drauf lege und dazwischen die 6,50 Meter. Ich habe jetzt auch da drüben noch die 3-metrige Brennholzlänge, 3 Meter Priegel und 2 6,50 Meter Längen. Das restliche da drum habe ich noch nicht runtergerückt, das mache ich das nächste Mal. Ich werde jetzt schauen, dass ich mein Zeug heimbringe. Ich bin gespannt, ob ich da vorne durchkomme, weil da vorne wird nämlich auch gearbeitet. Nicht das, was über den Weg drüber liegt, aber das sehe ich jetzt dann gleich. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich daheim bin, weil heute dürfen circa noch hell sein beim Abladen und Akku habe ich auch noch einen. Also, bis gleich. Leider habe ich jetzt vor lauter Lass mich auch mit vergessen, dass ich die Kamera einschalte, wie ich die Baum abgeladen habe. Jetzt sind sie schon abgeladen, der Kipper ist verräumt, der Bulldog ist auch wieder in der Halle drin. Ja, ist alles gut gegangen. Jetzt langsam kriege ich bloß ein bisschen ein Platzproblem. Da hinten kann ich nichts hinschlichten. Da ist alles voll, das muss ich jetzt dann auch irgendwann einmal zusammenschneiden. Das ist von dem letzten Zeug, wo ich da das Schreinerholz aufgeschnitten habe, noch die ganzen Schwattling. Jetzt habe ich ein 6,50 Meter legen, habe ich da vorne hinlegen müssen, weil ich es da nicht mehr herbringe. Da schaut das jetzt so aus. Ja, es ist schon ganz ein schönes Backel geworden. Das ist jetzt das Ergebnis von zweimal fahren, also zwei Wagen voll. Der Johannes hat mich im letzten Video im Kommentar gefragt, wie viel das ich auf den Wagen draufbringe. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Gitter so ausgerechnet, dass wenn ich 4 Meter Längen fahre, dass ich 5 Festmeter draufbringe, glaube ich. Gute 5 Festmeter, 5,3 oder 5, sagen wir einfach gute 5 Festmeter. Jetzt wenn ich natürlich 5 Meter oder so wie da die 6,50 Meter Längen auflade, ist natürlich wesentlich mehr. Ich werde es jetzt so machen, ich werde jetzt oben, wenn ich Feierabend mache, das Videomaterial auf den Computer spülen und einmal schauen, wie lang das Video schon wird. Wenn wir noch ein wenig Zeit haben und das Video noch nicht zu lang ist, dann fangen wir einfach einmal an, da ein paar Balken zum Schneiden. Wenn nicht, dann mache ich dann morgen einen Abspann, aber das sehen wir dann. Wir haben es jetzt mittlerweile schon 2 Tage später. Ich habe das ganze Videomaterial über das Holzrucker jetzt schon im Schnittprogramm soweit bearbeitet. Das Video ist auch schon fast fertig. Jetzt habe ich gemerkt, dass diese angepeilten 30 Minuten von mir, also das ist immer so meine Vorgabe, sage ich jetzt einmal, dass meine Videos immer so ungefähr eine halbe Stunde sind, die haben wir schon fast erreicht. Also habe ich entschieden, abends werde ich heute nichts mehr. Was ich aber noch machen möchte, denn ich bedanke mich ja immer bei den Leuten, die mich über meine Amazon-Wunschlisten unterstützen, persönlich in die Videos. Apropos Amazon-Wunschlisten. Ich habe jetzt schon vor ein paar Leuten mal eine E-Mail gekriegt, die mir was von meiner Wunschliste zukommen lassen wollten, die gesagt haben, irgendwas stimmt da mit meiner Adresse nicht, irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe Amazon schon kontaktiert, die sagen, sie haben da momentan ein Problem mit diesen Drittanbietern. Das heißt, Artikel, die zwar auf Amazon angeboten werden, aber verkauft und verschickt werden von jemand anders. Ich habe zwar in dieser Wunschliste, da kann man Hackerl setzen, dass meine Adresse an den Anbieter, der wo das verkauft, übermittelt wird. Das habe ich aktiviert, aber irgendwie gibt es da anscheinend trotzdem ein Problem. Falls so ein Problem bei euch auftritt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail, dann gebe ich euch meine Adresse, dann könnt ihr die Adresse mit der Hand eingeben und dann könnt ihr es so zu mir schicken lassen. Ist aber jetzt keine Verpflichtung, ihr müsst mir nichts kaufen. Wenn ihr es aber doch tun möchtet und es funktioniert nicht, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann findet man da schon eine Lösung. Dann gebe ich euch meine Adresse und dann schickt es mir es halt so. Heute möchte ich mich aber mal bei euch alle bedanken. Mein Kanal ist jetzt kurz davor, die 11.000 Abonnenten zum knacken. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, haben wir es schon. Jetzt aktuell, glaube ich, sind es 10.917. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der meinen Kanal abonniert hat, der meine Videos schaut, der mir immer ganz fleißig Kommentare schreibt. Herzlichen Dank dafür, denn ich freue mich jedes Mal wieder, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten. Denn ich muss wirklich sagen, ich kenne wenig Kanäle auf YouTube, die so eine tolle Community haben. Denn es halten sich immer alle Kommentarschreiber an eine gewisse Höflichkeit. Es sind jetzt wirklich keine dabei, die mir irgendwelche Hasskommentare schreiben, mich persönlich beleidigen oder mich kritisieren ohne irgendwelchen Hintergrund. Wenn es kritische Kommentare sind, dann immer mit konstruktiver Kritik. Und für solche Kommentare bin ich immer dankbar, weil da kann ich nur was draus lernen. Und da wir jetzt eh schon dabei sind, möchte ich nochmal kurz auf die Kommentare vom letzten Video eingehen, wo es um das Mondholz für mein Heizhaus gegangen ist. Es hat ja leider nicht so gut funktioniert, aber ihr habt trotzdem sehr zahlreiche Kommentare geschrieben über das Thema Mondholz. Dafür bedanke ich mich recht herzlich.
Denn da muss ich sagen, war von A bis Z wirklich alles dabei. Von einem Kommentar, wo geschrieben hat, Mondholz ist wissenschaftlich nicht belegbar, bis jemand, der sogar Mondholz vermarktet. Meine persönliche Einstellung über das Thema Mondholz habe ich euch ja in dem letzten Video auch gesagt. Ich muss sagen, ich bin schon, seit ich denken kann, ein sehr neugieriger Mensch. Alles, was ich nicht kenne, alles, was ich nicht weiß, alles, was ich nicht greifen und nicht erklären kann, das macht mich neugierig. So geht es mir auch mit dem Mondholz. Ich habe selber sehr wenig Erfahrung, was das Thema Mondholz angeht, aber mich interessiert das irgendwie. Und darum bin ich da immer sehr hellhörig, wenn ich da was Neues erfahren kann. Aber ich habe schon gemerkt, und das habe ich auch vermutet, der Marco hat es auch geschrieben und nur mal irgendjemand, das mit dem Mondholz, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt da zur richtigen Mondphase da den Baum umschneidet und damit ist das Thema erledigt. Da hängt anscheinend noch recht viel mehr dran, dass man den richtigen Baum auswählt, dass man den Baum auch zur richtigen Zeit aufschneidet und zur richtigen Zeit verarbeitet. Also das Thema, glaube ich, sehr umfassend und sehr umfangreich. Leider ist das Wissen ja nicht so wirklich übermittelt. Vielleicht, weil es ein Hokuspokus ist. Also wie gesagt, ich bin da sehr offen eingestellt. Bloß ich bin heute in dieser glücklichen Lage, dass ich einen eigenen Wald habe. Von dem her kann ich es mir zeitlich eigentlich mehr oder weniger raussuchen, falls jetzt nicht irgendwelche Kalamitäten dazwischen kommen, wann ich meine Baum umschneide. Und da man es eigentlich hauptsächlich eh am besten im Winter macht, kann man das so einrichten, dass halt auch in diese Mondphase passt. Jetzt, wenn es was bringt, ist gut, und wenn nicht, dann ist es halt so, dann bringt es halt nichts. Von dem her bin ich da offen, aber ich möchte mich da jetzt nicht drauf versteifen, dass das einzige Holz, was es gibt, jetzt das Mondholz ist. Da ich aber in die Kommentare oft gelesen habe, dass da ein Buch drüber gibt, von dem Thomas, möchte ich versuchen, dass ich mir irgendwo hier so ein Buch besorge. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es das Nein noch gibt, vielleicht irgendwo im Antiquariat oder was. Vielleicht wisst ihr irgendwo eine Quelle, wo man so ein Buch herkriegt, dann kann man das als Bettlektüre aufs Nachtkastel legen, und wenn ich Zeit und Lust habe, dann lese ich da ein bisschen drin. Vielleicht kann man da was lernen. Schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, weil ich merke, ich rede schon wieder lang nur. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Abonnenten von meinem Kanal bedanken. Die, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, vielleicht überlegt es euch. Da unten gibt es so ein kleines Knöpfel, da steht Abonnieren drauf. Da drückt es am besten drauf und daneben müsst ihr die Glocke aktivieren, weil sonst gützt es nämlich nicht. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, die Baum aufzuschneiden, sozusagen back to the roots. Ich habe mir nämlich für mein Säg jetzt was bestellt, das ist noch nicht da. Ich möchte nicht sagen Schnittstärkenrechner, aber zumindest was, was mir das Leben an dieser Säge ein wenig einfacher macht. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Bis dahin hätte ich gesagt, seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Baum schneiden mit dem Peter. Für Zeichen.